Willkommen zurück, die nächste Runde steht an, nochmal unser Paladin. Wir probieren es nochmal mit dem gleichen Deck. Ich weiß, ich wollte eine kleine Änderung noch dran vornehmen, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Ich möchte es noch einmal testen, um zu gucken, ja, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen am Deck. In meinen Paar habe ich jetzt schon vorher beim aufgezählt. Was man noch austauschen könnte, auch Karten, die ich als Verbesserung ansehe. Uta gegen Valera. Aber wir gucken jetzt mal, wie wir gegen diesen Schurken antreten können. Unsere Starthand ist natürlich nicht sehr toll, da können wir gleich alles weghauen. Denn wir wollen vielleicht gerade zum Anfang... Oh. Genauso schlimm. So, können wir vergessen. Schauen wir mal, was wir für einen Schurken haben. Coin gibt sich wahrscheinlich. Spielt Schlummi. Okay. Der Feendrache wäre gleich weg. Allerdings er auch. Deswegen. Ja, wir machen einen Trade. Und schauen mal. Ignoriert er uns? Also geht er komplett auf Rush oder wie wird er spielen? Möchte er die Oberhand behalten oder möchte er gucken, dass... Okay, also, er will direkt uns Schaden reinhauen. Runde 3, wir haben im Prinzip so gut wie keinerlei schöne Möglichkeiten. Melde mich zum Dienst. Das war's. Ich hätte den jetzt auch noch schnell nutzen können, hier um den wegzuhauen. Naja. Schauen wir mal. Er haut ihn weg. Gut, Runde 4, wir legen auch. Okay, also ziemlich rushig. Wir spielen unsere Waffe. Er hat ja den Dienst schon schön gespielt. Für die Gerechtigkeit. Hauen ihn weg. Heilen zwei. Und es steht 20-20. So. Nächste Runde 5 können wir. Ja, wir spielen den Yeti. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Oh, wie ich diese Trickskarte hasse. Schilde hoch! Gut, Runde 5. Ich meine, der ist natürlich nett, wenn er... Spielt ihn aus. Wir nehmen ihn weg. Das war's. Zack. Und fühlen uns schon mal gut. Mal schauen, was sie jetzt. Wahrscheinlich wird sie jetzt ihre Waffe noch ein bisschen buffen, damit sie unseren Yeti wegkriegt. Ein Manipulator. Gut, das können wir natürlich auch. Er hat ja unseren so schön hier gebufft. Dann spielen wir. Ich meine, es reicht mir, wenn ich. Lasst mich nach. Ich kann hier schön buffen. Zack. Melde mich zum Dienst. Und er stellt fest, scheiße, Manipulator zu früh gespielt. Jetzt schnappen wir ihn uns. Kriegt er ihn irgendwie weg? Wir hoffen, dass er ihn nicht wegkriegt. Ja. Ha, so gut wie erledigt. Aber war jetzt natürlich ein sehr, sehr teurer Zug für ihn. Wir nehmen seinen Agenten weg. Zack. Und
spielen ihn. Ich meine, ich habe lieber... Es stirbt zwar recht häufig hier jemand. Okay, den wird er uns jetzt wieder. Und wir können das Ganze nutzen, indem wir jetzt hier ihn spielen. Und schon sind wir wieder auf 21 oben. Wir brauchen mehr Karten. Das hilft nichts. Kann ich Verdacht würfeln? Melde mich zum Dienst. So, einmal. Den Yeti. Sollen wir uns den wirklich auch jetzt kopieren? 3, 7, wir kopieren. Er scheint nämlich auch irgendwie gar nichts zu haben. Hiermit kriegen wir plus 1, deswegen spielen wir hier plus 2. Haben hier 4. Das war's. So, und nächste Runde können wir ihn hochhauen. Gut, haben wir nichts verloren, beziehungsweise er hat nochmal die schöne Möglichkeit, nochmal zu wirken. Wir spielen ihn. Zack. Er bringt uns noch nichts. Aber ihn können wir schon mal ein bisschen anbauen und noch ihn spielen. Melde mich zum Dienst. So. Der wilde Pyromant kann ich echt mal rausnehmen. Wir haben. Ach, okay. Macht aber nichts, ist die trotzdem Nacht noch. Bricht herein. So, jetzt haut er wirklich alles drauf, was irgendwie geht. Das soll eine Waffe sein! Wir wollen ihn ein bisschen stärker machen. Er greift sie an. Dafür bekommt nicht mehr das hier. Zack. Und wir waffen ihn um weitere 4. Und gehen direkt ins Gesicht. So. Spannendes Spiel. Und das sieht nach einem Fall für Weihe aus. Der einzige, den er wegkriegt, ist der hier, oder er geht uns direkt ins Gesicht. Aber er muss jetzt 6, 11, 13. Ich sollte meinen Waffen, aber es reicht uns mit Weihe zusammen. Sehe ich das richtig? Deswegen schauen wir erstmal. Ja, das lenkt uns. Wir geben ihm noch die Waffe. Schauen, ob wir noch was Schönes bekommen. In den Kampf! Und hauen ihn um.
spannendes Spiel. Ihr seid, es ist noch nicht ganz beste Deck. Ich musste mich kurz mal strecken. Aber es kann durchaus schon für den Anfang schön helfen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendwas, schreibt es unten in die Comments. Oder gebt ein Like, wenn euch die Runde gefallen hat. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Ciao!